Herr Schneider? Ja? Also Sie sind am Telefonieren, Entschuldigung. Ja. Ich komme dann gleich rum. Herr, ganz normal. Herr Neumann? Ach, Sie sind auch am Telefonieren, was ist denn los? Ja. Gut. Wir könnten eigentlich wieder einsteigen. Okay. Wenn Sie bereit sind, wenn Sie fertig sind, dann steigen Sie einfach ein. Jo. Ich telefoniere auch mal kurz. Jo. Hallo. Ja, gut doch. Hallo, Albert? Ja, guten Tag. Servus. Hat alles geklappt? Ich hab grad angefangen. Okay. Erst ein bisschen Verfahren gehabt, aber das jetzt habe ich alles geregelt. Ich bin jetzt gerade beim Anplan. Ja. Gut. War bloß kein Dünger mehr drin. Sonst ist es eine schöne Sämaschine, da kann ich nicht meckern. Nö, die ist ganz praktisch. Dünger mache ich sowieso nie. Ich mache immer eigentlich vorher und nachher düngen, aber das ist jetzt erstmal egal. Wenn du fertig bist mit Ansehen, kannst du ja nochmal drüber düngen. Ja, das müssen wir, glaube ich, abwarten, ne? Ja, je nachdem. Nach der Wachstumsstufe, ne? Ja. Ich hoffe nur, die Saatgut reicht. Boah, denke ich doch. Wie viel ist noch drin? 21.000. Okay. Quatsch. 2.215. Ja, okay, das müsste reichen. Okay, gut. Dann frohes Schaffen, ne? Jo, ich sag dann Bescheid, wenn ich fertig bin, ne? Jo, bis dann. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. So, ich bin bereit. Herr Neumann sitzt schon wieder drin, dann können wir weiterfahren. Jo, können weiterfahren. Sollen wir jetzt noch frühstücken gehen? Ja, das können wir machen. Hey, wie viel Uhr haben wir denn? 9:12 Uhr. Ja, dann chauffieren Sie uns mal zum, wo wollen wir hin? Warte mal, ich kenne da, aber ich weiß nicht, ob die offen hat. Oh nee, jetzt will der Jürgen noch was. Jürgen! Jürgen, du hast ein Blatt vorm Mund. Mach mal das Blatt vorm Mund weg. Ich kann so weit vorne hier nicht anfangen. Ich fange so weit vorne wie möglich an. Okay. Also das, was geht, machen. Okay, ja. Danke. Tschö. So, gut, dann machen wir uns vom Staub. Ja, aus dem Acker. Vom Acker. Wohin? Ja. Achso. Fahren Sie mal rechts. Ja. Ich kenne da noch so eine Frittenbude. Vielleicht hat die schon offen. Oder war die hier? Doch, ich glaube, die war hier. Straße lang und dann kommt irgendwann eine Brücke und dann kommt links nochmal so eine Frittenbude. So, wo waren wir stehen geblieben? Kredite hatten wir. Produktion hatte ich auch gesagt, dass ich die soweit. Wir müssen die definitiv nochmal alle ausschreiben. Dass alle Bescheid wissen. Aber dazu sollten wir eben eine Versammlung einberufen. Jo. Ist nur die Frage, wann. Tja. Vielleicht nächste Woche, direkt am Montag. Das wäre am einfachsten. Ja, das stimmt. Okay. Gut. Dann nächstes. Geht der Audi eigentlich nicht schneller? Doch, doch. Ich will noch nicht geblitzt werden. Ach so. Oh, und hier links? Ja, da müsste eine Frittenbude sein. Und, ja, genau. Hier Wasser und diese Grundversorgung sicherstellen. Jo. Moment. Ich steig mal aus. Ich auch. So, Franz, willst du auch was futtern? Ja. Ich gebe einen aus. Was willst du denn? Ah, danke. Da gibt's Cookies. Nee, wie heißt denn das? Küchen? Das sind noch Cookies. Hier gibt's noch den Landwirtschaftssimulator 2011. Echt? Jo. Jo. Ach, da hinten. Ja. Aber gut. Hier hast du einen Fünfer. Kannst du mal da drüben einkaufen gehen. Ah, danke. Bitte. So. Ne, sollen wir auch gleich was essen? Ja, können wir. Ja. Warte mal, ich hole mir hier kurz eine Cola. Oder was haben sie hier? Die haben gar keine Cola. Doch, Dr. Pepper. Gib mir mal einen Dr. Pepper, bitte. Was? 2,90? Bist du verrückt?
Ja, bitteschön, 3 Euro, passt so. Gott, ey. Was für eine Abzocke immer hier. Hier das restliche Geld. Ja, ihr könnt sie behalten, passt schon. Ach, danke. So. Die Grundversorgung hat man noch auf dem Zettel. Ja, genau. Ah, der Herr Schneider ist gar nicht so schlecht, dass er da ist. Das ist eigentlich die Vertretung des Gemeinderats vom Herrn Müller. Fällt mir gerade ein. Ja. Grundversorgung, Wasser, Diesel. Das wäre dann so eine Aufgabe vom Herrn Müller, oder? Ja, das würde ich Ihnen zuteilen. Ja, und das finde ich auch gut. Was das heißt, können wir ja dann nochmal ausformulieren, aber das wird spannend für die Gemeinde. Jo. Und noch Einsatzzeiten, Feuerwehr und RTW. Also genau. Was mir da letzte Woche aufgefallen ist, hab da so einen Bericht im Dings hier im Fernsehen gesehen. Das hat ganz schön lange gedauert, wie die oben von der Zentrale runtergefahren sind nach Helmbergen. Weil die mussten erst von Helmbergen zur Zentrale fahren, um dann wieder von der Zentrale zum Einsatzort nach Helmbergen zu fahren. Das war ziemlich doof. Verstehst du, was ich meine? Also es wäre doch sinnvoller, wenn man die Einsatzzeit... Ja. Immer dieses Telefon, ey, ich schmeiße es irgendwann fort, ey. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier Zimmermann. Ich wollte mal fragen, da der Herr Herr Richter und ich uns eventuell mit der Firma selbstständig machen würden. Also, dass sie da auch mit drin hängen, wusste ich jetzt noch nicht, aber er hat mir schon was gesagt, dass er mit mir sprechen will. Das machen wir später. Ich weiß, ich habe gerade mit ihm geredet. Da wollte ich gerade wegen dem Termin fragen. Ob da irgendwie schon ich habe gesagt, wenn ich fertig bin mit meinem Termin, dann rufe ich den Richter an. So, der sagte nur, ich soll jetzt kurz dich anrufen wegen deinem Termin. Hab's nicht vergessen, ich melde mich. Okay, perfekt. Guten Tag. Tschüss. Noch. Tschüss. Oh, dass die alle immer was von mir wollen, ey. Aber das können wir hier auch noch ganz kurz besprechen. So, ja. Die Einsatzzeiten, da waren wir stehen geblieben. Wir könnten die Einsatzzeiten deutlich verringern, wenn wir immer, also wenn die feuerwehrzuständigen Leute immer zum nächsten Feuerwehrstützpunkt fahren würden. Oder also von dort aus ihr koordiniert werden. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also zum Beispiel Einsatz... Das mit der Molkerei war ein Übungseinsatz, das war zum Beispiel nicht mit mir abgesprochen worden. Aha, was ist denn das für ein Sauerhaufen? Ja. Wer hat denn das dann verordnet? Ja, der Richter anscheinend. Okay. Wo ich von meinen Mitarbeitern mitbekommen habe. Wie kann der sowas anordnen? Eigentlich nicht. Einsatzleitung haben sie ja sie, oder nicht? Ja. Ja, also. Also es wäre zum Beispiel viel sinnvoller gewesen, wenn man, vor allem wenn es bei der Molkerei ist, also ich guck mal gerade ins Navi rein, ich habe das auf dem Tablet hier drauf, also der musste ja von Helmbergen aus hier hochfahren zum Gemeindegelände, um dann von hier wieder runter zu fahren nach Helmbergen. Aber jo, gehen Sie mal gerade auf die Seite. Jo. Wäre ja viel einfacher dann gewesen, wenn sie von Helmbergen nach Grünstedt gefahren wären und da dann wieder zurück zur Molkerei. Das wäre ja Steuerersparnisse von weiß was ich wie viel, 100 Euro. Jo, dann müssten halt nur die... Müsste halt die Feuerwehr drüber informiert werden, dass die immer zum nächstgelegenen Stützpunkt fahren. Okay. Dann verbleibt man nämlich so. Jo. Gut. Dann haben wir noch Punkt 6 auf der Tagesordnung. Ja, nächste Gemeinde. Die nächste Versammlung, das haben wir ja auch schon gesagt, machen wir nächste Woche Montag. Jo. Und dann vielleicht wird es auch Dienstag, schauen wir mal. So, und dann war das noch mit der Spedition, die gründen wollten. Ach so, habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Ja, das habe ich auch nur so ein bisschen. Okay. Ja, was hältst du davon?
Ist das überhaupt schon notwendig? Im Moment eigentlich noch nicht. Ich finde halt vor allem, dass sie da dem Jürgen die Arbeit wegnehmen, aber ich weiß ja nicht. Aber der soll ja mit zu dem Termin, also von dem her müssen wir das dann nochmal gucken. Jo. Okay. Dann hat mich der Schneider noch gefragt, wie es denn aussieht mit einem Bio-Zertifikat für seinen Hof. Wie macht man das? Keine Kunstdünger. Nichts Chemikalisches. Also alles vom Landhandel. Sobald auch. Ja, selbst das würde ich nicht sagen. Ich finde, er sollte dann schon tatsächlich auch den Mist aufs Feld führen und die Gülle draufhauen. Dass es wirklich Bio ist, weißt du? Nicht, dass da bei deinen Zulieferern oder so irgendwas schief läuft. Weil du musst ja überlegen, wenn du Getreide ankaufst oder irgendwas, um dein Zeug zu produzieren. Alon? Und das. Wir sind ja nicht im Funk. Dein Telefon vibriert. Ja. Hallo? Übersetzt den Tanks, die Maschinen sind getankt. Jo. Sonny. Schneider, alles geregelt? Hast du schon wieder einen Kunden oder was? Na, ich habe noch ein bisschen Stroh bestellt. Stroh für was denn? Hast du wieder Schafe gekauft? Ich hatte schon immer Schafe. Ich dachte, du hättest sie verscherbelt. Na. Ah, okay. Ja, wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das mit dem Bio-Zertifikat machen. Ah, ja. Aber wenn der Neumann fertig ist mit Telefonieren, dann reden wir da weiter. Wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass du Mist und Gülle aufs Feld bringen musst, um das Zertifikat erhalten behalten zu können. So rum. Da muss man gerade Dr. Pepper trinken. Aber wenn ich von zum Beispiel Harry Stroh kaufe, aber der ist nicht Bio. Je nachdem, wenn da irgendwas drin gefunden wird in dem Stroh. Ja, der spritzt, glaube ich, schon, wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann geht es leider nicht. Dann musst du dein eigenes Stroh machen. Ja, muss ich schauen dann. Ja, ich meine, solange nichts gefunden wird. Ah, Neumann, fertig. Ja. Okay. Also ich habe dem Schneider gerade schon erklärt, woran es hängt. Gülle, Mist aufs Feld bringen. Aber wo ich eigentlich stehen geblieben war, war ja, wenn du Zeug ankaufst, was gespritzt wurde. Ja, dann ist das schon wieder. Dann ist schon wieder das Zertifikat in Gefahr. Das stimmt. Ja, also von dem her musst du halt vom... Ja, die Ladung brauche ich, weil die Schafe brauchen wieder Heidenstreu, aber ja, nach noch, der Ladung. Noch hast du ja keinen Antrag gemacht. Eben, ja. Ja. Okay. Gut, dann wären wir soweit durch, oder? Ja. Ja, war auch lang genug. Ich hab das Geschäft bleibt liegen, ey. Ja, meins auch. Volker Varuna, hallo? Volker, Sunny hier. Wo sollen die Hackschnitzel hin? Neumann? Was, ja? Brauchst du Hackschnitzel? Ich guck mal kurz. Oh, guck mal. Warte, bleib kurz dran, Sunny. Mach ich. So viel passt da nicht mehr rein. Ey. Also eigentlich nein. Warte mal. Was gibt's denn dafür gerade? Oh, Fass zum Holz und Michel, verkauf's. Ist kein guter Preis. Der zahlt mehr wie der Neumann. Alles klar. Gut. Ciao. Ja. So. Dann wären wir fertig. Jo. Wo musst du hin? Bin doch. Hallo? Hallo. Ich? Hä? Ich höre Stimmen. Ich auch. Hallo? Volker? Warte mal, ich bin auf mein Handy gekommen. Hallo?
Hallo? Ja, was ist los? Hans? Ach, lol. Verwechslung, sorry. Oh, tschüss. Ich dachte, das wärst du. Aber es ist der, dein Mitarbeiter. Ey, wo bist denn du? Bei diesem Forstgrundstück da. Ja, da ist der Sunny. Und der ja, Racex müsste da sein. Ja, beide grüne Hemden, das kann ich schon schlecht unterscheiden. Ja, bist grün-grün blind oder was? Ja, ich merke mir das meistens anhand der Hemdfarbe, weißt du? Ja, ist am einfachsten. Und deswegen, ihr beide habt irgendwie beide gleiche Hemdfarbe. Das ist oh, ich habe aber immer so eine LS-Mütze auf, LS19. Oh, dann, das merke ich mir, ja. Oh, okay, gut, tschö. Tschö. So, wohin soll's gehen? Wo musst du hin, Neumann? Am besten zu meinem Hof. Okay, warte. Okay, dann fahren wir erstmal dahin. Machst du das denn mit dem Geld? Ja, Gemeinde soll das überweisen. Ist eine, ja, eine Spesenfahrt gewesen. Da hole ich mir auch die 5 Euro vom Schneider wieder. Jo. Ah ja, ey, was ein Stress. Ja, ich habe auch Stress.